Tagutiontes. Con esta introducción llegamos a Tishrei Yom Toivim y explicamos una palabra fuera de la Yiddish Sheyo. Todavía no comenzamos y viene la primera palabra para aprender en Tishrei. Una palabra que se crea en los últimos años. Ajazmte, porque en el movimiento conservador y reformista introdujeron a la mujer cantando. Y esta es en exclusiva para Dinaye Yiddish Show, Mariana Hindlin, a Yiddish Talmide en Buenos Aires, que comienza los servicios en Los Ángeles cantando. Y así empezamos nuestro programa. Y ahora sí, abrimos nuestro programa como siempre. Aquí comienza Dinaye Yiddish Show, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon dinaye Yiddish show, a program fun Argentiner Ivo, far alle Liebhobers fun Yiddish. ¿Qué tal, Tayer Efraín? ¿Cómo van, queridos amigos? ¿Cómo están nuestros compañeros? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andamos? Contento, contento. Tuve síndrome de abstinencia la semana pasada por no estar en el programa y hoy estoy tan feliz de estar con ustedes y con un Jere Zuckers. En Zuckers. Lucas, ¿os hejois gebet magut yor? Yo, sí, Agustio, invade, Saipan, sí, para tanto. Itzikl, ¿cómo andamos, Itzikl? Aquí estamos dándole los últimos retoques a la psique y pedirme jornale una git kvitle para todos. Sí, ni que hablar a git kvitle, Darfen. Hay que pedir a git kvitle, a git kvitle. Tenías cara de psicótico últimamente, sí. Sí. Dafke a Sheiner Yontef, es lindo, sí que sí. Además está relacionado con cosas, algo vamos a decir. ¿Saben una cosa? Estuve buscando discos muy viejos y encontré uno, pero no sé quién canta, ni yo sé quién canta. Así que vamos a ver si nuestros oyentes, después de haber escuchado Colnidre seguramente, nos ayudan. A ver, Taire Javeirim, ayúdenme también. A ver, ¿quién canta esta versión de Colnidre? A ver si nos ayudan. Lucas, poné, antes de que nos olvidemos de decir a dónde tienen que llamar nuestros, no llamar, mandar un WhatsApp nuestros oyentes, Sergio. No llamar, sino que escribir solo WhatsApp al 54911-3770-2728. Farshap 3770-2728.
Bueno, a ver, ayúdennos. Help, help Tarois. ¿Quién canta? Only dream is only wish for me. Es difícil. Tal es así que nuestro querido oyente Claudio Colosimo no acierta, dice Al Jolson. No es Al Jolson. Y a Good Morning from Portland, Oregon, Sammy Krumholz. Sammy, wo bist du verkrochen als in Portland, Oregon? Du bist doch in San Diego. No sé. Se fue a hacer un azúcar. Y se incorpora un oyente desde Punta del Este, nuestro querido
Rabino Eliezer Shemtov, unser Lehrer von Teure. Sergio, vos vas a venir a estudiar Teure con el Rabino. Yo debería volver a estudiar Teure, que estoy un lo tengo un poquito abandonado, en realidad. Pero Teure ist die beste Schule, así que estoy. Ni que hablar, nos encontramos los lunes a las 12, piden el link de acceso y vamos a estudiar Teure. Y para el Rabino Shemtov, Lucas, tu retenish fue medio crítico y pregunta si psicótico es por psique. Ya, vale, ya, ya. Ah, es un chiste. I mean, humor de palabra, pero sí, Itzi. Der Hasen, was hat gesingen, ist ein Wilner Hasen? Ist nicht kein Wilner und nicht kein Hasen. Obvio. ist ein Akteur, Chmein. Chmein ist ein Akteur. Mira, no ayudemos tanto. Mesos de Brechenden Kopf. No lo van a creer quién grabó esta versión de Colmidre. Vos sabés, muchachos, quería contar. Sí. Mi papá decía: Der Hasen kann sein der beste Hasen, pero la prueba de fuego, ¿cuándo es? Colmidre. Sí, esa sí. Es la prueba de fuego de un Hasen. Sí. Yo me ignoró, pero Colmidre es el examen final. Pero Colmidre es místico, la melodía es única y más de una vez comentamos que un sordo que de música sabía estaba enamorado de Colmidre. Ludwig van Beethoven, que la introdujo en su opus 131, un cuarteto en el Adagio, para mi gusto el mejor cuarteto de Beethoven. Escuchen Colmidre, opus 131, Beethoven, Farhapt. Igual quiero decir que Arn de Montevideo ya acertó, aunque era difícil. Muy bien, Arn. Ese es de fierro. A ver, Sergio, ¿qué nos tenés que comentar? Mira, yo te podría comentar muchas cosas, pero lo que quiero contarte fundamentalmente es que en el IVO estamos de refacciones, ¿sabes? Y ya estamos finalizando las refacciones, pero todavía nos falta bastante. Y necesitamos la colaboración de todos ustedes para poder hacer del IVO una institución que, ya terminando la pandemia, nos cobije otra vez a todos personalmente. Y te solicitamos nos ayudes a través de Eventbrite, que se escribe Eventbrite, buscas Eventbrite, Eventbrite, Fundación IVO, y nos encantaría que puedas colaborar con nosotros, con lo que puedas, con lo que puedas. No hay una cifra mínima, con lo que puedas. Y queríamos contarles también que en Israel hay un nuevo boletín que informa de todas las actividades en Yiddish que se realizan en Israel, que se llaman Vos Ven Vu. Vos ven vu. Y para suscribirte tenés que escribir a vosvenvu1@gmail.com. Y vas a estar al día. Y además, escuchen, lo que vos comentaste con el apoyo al IVO, se dice que Tfile Chuve Unzoke Maviri Metroaxeire, se puede cambiar el destino con tres pilares: Tfile, constricción, rezo; Chuve, el arrepentimiento y el ayuno; y Tzoke. En una época había Farion Keeper, platos para aportar a instituciones. A la Torah. Muy joven, él no se acuerda. A la Torah. A la Avodá. Había que poner. Los bundistas iban al Shil Isi a escuchar Colmidre. Si prendes el micrófono, sabemos. Después en Diganze Yiddish yo voy a contar una anécdota fin de bundisten en Mezrich mit Colmidre. Ah, interesante. Muy lindo. Pero fíjense,
Hazunim hubieron muchos, pero el más grande, el símbolo del Hazn, lamentablemente asesinado en el gueto de Varsovia. Cantó en los shil más importantes de Europa, en Vilna, en Varsovia, y cantó ópera. Y si ustedes escuchan alguna ópera cantada por él, seguramente van a escuchar a Hazonischen Knecht, porque hay un elemento que no se lo puede sacar de encima. En la ópera Aida, cuando canta Celeste Aida, una de las grandes arias del tenor, parece que Erdavn Baimomet está en la sinagoga dando un servicio. Pero este Avinu Malkeinu, cantado por Gershon Sirota, es único. Yo creo que es único. Y lo vamos a compartir con todos nuestros amigos. Adelante, Lucas. No sé, les pedimos disculpas, se cortó la grabación. Pero es lo que hay, es lo que hay. Es una grabación en 78 que había que dar la vuelta para escuchar la segunda parte que está arruinada. Pero esto es una muestra de lo que fue Gershon Sirota. Único, una grabación que tiene más de 90 años.
y es un ejemplo de sus cualidades vocales. El Rettenisch es complicado. Sin embargo, nuestro querido Daniel Trischier sabe quién canta el Colmidre. Y no es Dean Martin, como dice Batani Dinokur, creo que de Haifa. No, no. Y, ni Dean bueno, Martin, ni el Dean Martin. No, no es el, no es el Dean, ni el Dean Funes. No, 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 no. Los que llegaron tarde se perdieron el Rettenisch. Hay que llegar temprano, hay que llegar temprano. Bueno, eso es. ¿Saben qué día se celebra hoy en Buenos Aires? Hoy es el Día Nacional del Chamamé. Oh. A ver, ¿qué es el chamamé? ¿Alguien baila chamamé? Vocês, Azoi. Abislo, un abislo, va pa' fulla chisel, pero nunca se, nunca se termina de llenar esa chisel. Un baile popular del litoral argentino. Pero ustedes saben quién es el chamamecero emblemático. Ahí, y es ahí, el padre de todos los músicos, alabado, ensalzado y como referente del chamamé en Argentina. ¿Quién? Isaac Abutbol. Un judío marroquí, a marrocanerí. Isaac Abutbol. Isaac Abutbol, así es. Isaac Abutbol es el emblemático chamamecero argentino y va para él nuestro recuerdo. Abrum. En el Ivo le hicimos un homenaje. ¿Saben por qué? Porque él murió en 1994, en marzo, en el año del atentado a la AMIA y al Ivo. Abrum, también tenemos que recordar que hay chamamés en Yiddish, está Merceditas en Yiddish. Sí, sí. Y ahora. Para así ser también, maines y croinesot merceditas, me quedé que blim malé, main libe fina. Y yo te lo iba a invitar, pero el japto y cero tishkainzait. No hay que jap. Pero erotishkaingedulta, bram, erotishkaingedulta. Es interesante que las orquestas en el litoral, y saco, pero había otro, famosos conjuntos de folclore que Yin de las Colonias difundieron. Así que en este Día Nacional del Chamamé recordamos a don Isaac Abutbol, que llevó el chamamé por el mundo. Pero el Ivo es también una biblioteca. ¿Y qué se celebró esta semana pasada? El día yo sé, el Día del Bibliotecario. Usted lo ha dicho, Geschossenen getroffen. Y Sergio preparó algo sobre las bibliotecas, en las cuales se incluye también la biblioteca del libro. Así nosotros, vamos a... Sí. Sí, nosotros queríamos contarles algunas curiosidades de las bibliotecas. Algunas personas pueden pensar que en esta era digital han quedado obsoletas, pero las bibliotecas han fascinado a los humanos desde su nacimiento. El escritor Jorge Luis Borges solía decir, siempre que me he imaginado el paraíso es... lo pensé como una especie de biblioteca. Algunas de las primeras evidencias de la existencia de las bibliotecas se descubrieron en Sumeria, en la región histórica de Mesopotamia. En este lugar se desenterraron tabletas de arcillas organizadas que contenían formas más antiguas de escritura, la cuneiforme, con registros de ventas y transacciones comerciales.
un poco más emocionante fue la Gran Biblioteca de Alejandría en Egipto, que intentó recopilar todo el conocimiento del mundo antiguo en un solo lugar, hasta que fue quemada por el gobernante romano Julio César en un error militar en el año 48 antes de nuestra era. La Biblioteca del Congreso es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. También es la más grande del planeta, con 164 millones de publicaciones en 450 idiomas. Y una curiosidad muy especial, el libro más robado de las bibliotecas es el libro de los récords Guinness, lo que lo convierte en un récord en sí mismo. Irónico, ¿cierto? Y en lugares de difícil acceso se suelen usar animales como caballos, burros y camellos a modo de bibliotecas móviles cargando sus libros en sus lomos. Irónicamente, los animales generalmente tienen prohibido entrar en la mayoría de las bibliotecas del mundo, aunque algunos se cuelan siempre. La biblioteca más alta del mundo está ubicada en el piso 60 del Hotel Marriott de Shanghái, China. Nadie sabe exactamente por qué está localizada a semejante en altura. A lo largo de la historia ha habido bibliotecarios famosos, como Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, el líder Mao Zedong, la ex primera ministra israelí Golda Meir, o los escritores Philip Larkin, Marcel Proust, Jorge Luis Borges, Wolfgang Goethe y Lewis Carroll. ¿Y vos, cuándo fue la última vez que estuviste en una biblioteca? No, hace un año y medio que no voy a una biblioteca por la pandemia. El pueblo del libro tiene que conservar. Eliezer Bobrovsky acierta el retenis, no podía fallar, muy pocas veces se equivoca. Y además, ¿tenemos actividades en el mes de septiembre, Sergio? Bueno, tenemos los cursos del IVO que abrieron el 16 del mes pasado y todavía te podés anotar a esos cursos. Eso es nuestra actividad fundamental. Y todos los talleres y encuentros de los miércoles los vamos a reanudar en el mes que viene. En octubre, nos dion toire, pero toire todas las semanas a las 12 con Rav Eliezer Shem Tov. Y te esperamos, Sergio. Y estaremos ahí. Quizá de los Hasdonim de Buenos Aires, David Itzkov es el que grabó muchísimo. El emblemático seguramente es Leibel Schwartz, al que los cantantes del Colón se cruzaban al Shil de la calle Libertad para escuchar. Y muchísimos cantantes del Colón gozaban del canto de Leibel Schwartz. Pero ustedes saben que el Hasn medieval se transforma en los últimos 200 años en un cantante. Y pasamos del canto sinagogal al canto recreativo. Pero los primeros temas son motivos sinagogales. A Hasnaf Chávez, que hasta Al Jolson grabó. Pero hay una canción que en los shtetlech de Europa se pasaba en lo que se llamaba kinoatraxies. ¿Qué eran kinoatraxies? Eran entretenedores ambulantes que proyectaban una película muda. Y como el cine no era sonoro, introducían
una vitrola con una canción grabada. Y así mostraban una historia proyectada y se escuchaba una canción. Esto atraía a todo el shtetl, porque era tecnología de punta. Cine y sonido, muchos años antes del cine sonoro. Y mucho cine yiddish mudo es anterior a la década del 20 del siglo XX. David Yitzchok canta Dos Tales, que es una de esas canciones. Adelante, Lucas. ¿Tenemos noticias de Israel, Itzik? Tenemos. ¡Lo miren! Vamos a empezar con lo que nos despertamos hoy todos, que los últimos dos prófugos terroristas que se habían escapado de la cárcel para Rosh Hashaná fueron hoy a la madrugada recapturados, pero lo llamativo fue que en la ciudad de Jenin, en el
territorio de la autonomía palestina, pero no en el campamento de refugiados, que era donde se temía que se iban a esconder, en un operativo conjunto de la policía, el servicio de seguridad, el ejército. Es más, se rindieron sin disparar. Aunque parezca mentira, lo primero que hicieron una vez que los capturaron y fueron nuevamente a, como detenidos, fue hacerles un análisis a ver si no tenían corona. Porque en Israel vacunaron a los presos también, pero como estos escaparon, no sabían qué dosis habían alcanzado a recibir. Pero ya los 6 están recapturados, y lo más importante fue que los 6 con vida, porque si alguno hubiera muerto en algún enfrentamiento, esto hubiera calentado más el ambiente, que ya de por sí está efervescente en los territorios, tanto en Judea y Samaria como en la Franja de Gaza. Por supuesto, y a propósito de la Franja de Gaza, el Hamas acusó a la autoridad palestina de ser cómplices con el gobierno israelí y de haber permitido que las tropas israelíes los atrapen en Jenin. Pero esa forma parte de una interna palestina. Y a propósito del corona, mira, ayer, hasta hoy al mediodía, hubo 7.500 nuevos contagiados, hay 726 enfermos graves y 190 conectados a respiradores. Más del 70% de los enfermos graves, y ni que hablar de los conectados a respiradores, es gente que no se ha vacunado. O gente mayor que todavía no recibió la tercera dosis, o gente que bichlal, no, en general no se vacunó. Y ahora hay dos discusiones. Una, porque ayer la FDA de Estados Unidos resolvió que van a empezar a vacunar con una tercera dosis a los mayores de 65 años y a poblaciones en riesgo. Y aquí ya están diciendo, bueno, pero si los americanos no dan una tercera dosis, ¿por qué nosotros estamos dando? Y los científicos israelíes explicaron que justamente hay que mirar al revés, que Estados Unidos va haciendo lo que hizo Israel, pero hay una diferencia de conocimientos, de datos. Y hay, para ser originales, otra discusión con la ministra de Educación, porque se resolvió que los chicos, cuando vuelvan de las vacaciones de Yontef, de Sikes, los padres tienen que llenar una declaración jurada, le tienen que hacer un análisis antigénico, se llama aquí rápido, que lo reparte el Maguen David Adom, declarando si los chicos no tienen corona. Y la discusión es que hay una resolución del gabinete del corona que tienen que ser los directores de las escuelas, los maestros y las maestras jardineras, las que tienen que revisar si los chicos traen o no traen la correspondiente autorización. La Hestadrut Amorim se opone, diciendo que no es la función del docente estar parado como policía revisando quién sí llenó, quién no llenó, mandar a los chicos de vuelta o llamar a los padres. Mientras tanto, aquí se intenta llevar, a diferencia de las olas anteriores, se intenta convivir, como digo yo, con el bichito. Pero por ahora es difícil, pero la idea es no cerrar el país, no parar el país, no parar la economía. Por ahora, vamos, digamos, como diríamos en el fútbol, vamos empatando. Y termino con fútbol, 3 fechas disputadas y la tabla de posiciones la lidera Apoel Nof HaGalil. ¿Qué es Nof HaGalil? A ver quién sabe. Nof HaGalil... Hace un año hubo un referéndum para cambiarle el nombre a Nacheret Elit. Y ganó el nombre Nof HaGalil para separar Nacheret de Nacheret Elit. Y Nof HaGalil, que subió, es uno de los equipos que subió, puntea la tabla de posiciones. 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. Así que puede ser que este año tengamos una sorpresa, pero recién empieza. No van a tener fuerzas al final. No van a tener. No, va a ser muy difícil con Maccabi Tel Aviv y Maccabi Haifa. Ni con los presupuestos. Así es. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias. Acá tenemos un oyente que se queja
Itzik, ¿por qué decís americanos y no decís norteamericanos? Porque vos hablás como en ifrit, americain. Pero ah, sí. Americain también hay en la Somos Argentina, todos. En Brasil, en Chile. Sí, sí. Y yo digo, los norteamericanos son tan pobres que no tienen nombre. Vos los llamás americanos, nosotros llamamos norteamericanos, pero ¿dónde están los canadienses y los mexicanos? Así que lo que digas, Toynish. Efsher en Yiddish, diusernikes. Yo creo que no, Herger. USA. Con USA hay un lindo chiste ahí en Rehovot, en una moshavá, que fabricaban balas en la época de la Haganá, en la época de los ingleses, que estaba prohibido hacer. Pero los Palmajnikim inventaron un trick, se escondían en sótanos, fabricaban balas, ¿y qué le ponían en el casco, en el casquito de la bala? Made in USA, USA. ¿Y por qué le ponían Made in USA? Porque ellos decían, weil das ist unser Stiklarbet. Esa es una anécdota del Yiddish previa al establecimiento del Estado de Israel. Unser Stiklarbet. ¿Vos sabés que cuentan? Perdón, hay una anécdota que recién ahora salió, que cuando la gente del Palmaj quería que se comunicaban entre ellos y no quería que, o que los ingleses o que los árabes mandaban mensajes cifrados en Yiddish. Sí, sí, es algo conocido. Sí, sí, claro. Hay un trabajo ahora, creo que un investigador publicó los mensajes cifrados del Palmaj, y ahí aparece lo del Yiddish. Pero ahora Gates y Sukes, ¿y cuál es la canción más famosa de Sukes? Una que escribió Avrom Reisn, que se transformó en la canción popular. Tiene varias versiones. Hay versiones hasídicas, hay versiones religiosas, no tan religiosas, pero el símbolo de la suke es fantástico. Sí, porque así vivíamos en el desierto. Esa Sheine Mainse, no se puede vivir en suques en el desierto, pero los milagros y los mainses hacen a la ideología judía. Esa Sheine Mainse di suke es un divertimento para los chicos, es muy importante para la comunidad, pero es quizá el aporte a las expresiones idiomáticas del Yiddish. Porque, ¿qué significa erzitzt vi ayov ninsuke? La gente traduce, está sentado como un griego en la suka, no entiende nada de nada, como perro en cancha de bochas. Señores, Yovn es la forma oculta de referirse a un goy en Europa Oriental. Yovn es Iván. Así como los goy nos llamaban Moshke, los Moshkes los llamaban Yovn. Sitzen wir a Yovn in Suke es estar sin saber, que no entender ni jota. Y la versión que vamos a escuchar de Asíquele. Noja. Sí. Otro dicho de Sukes que es muy lindo, que es Azukeshar. Sí, 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 claro. Como no tiene puerta. Azukeshar, que se ve la puerta del azuque. Te metieron gato algo por liebre. No existe. Algo que no existe. Claro que sí. Y es una poetisa, una
querida amiga que yo alcancé a conocer en su casa, Bayle Schechter Gottesman, que canta esa versión que aprendió ella en el Schule, cuando ella iba en Kishinev al Schule. Adelante, Lucas Mitasikel. Asikali akleine mit breitalach gemeine hab ich mir mit zu dressen auf geklopft ziege deck dreime dach mit abis alles schaff wenn er sieht mir in a sikali in a trach Sigedek dem Dach mit Abis alles rauf. Er sitze mir in Sikali in Tracht. Der Wind, der Kalte, bloß der Erd die Spalte, in lässt mir die Lechterlöch schier raus. Herz noch achidisch, Komm, mach ich nur Kiddisch, der Wind löscht die Lechterlöch aus. Mit a grohes Gewein, mit a bitter Geschrei, kommt doch man Wabale heran, hier noch mein Mann. Der Wind warf du Sikali Boltan, Oye vos vet der nur dem zan Ereno man man der wind warf du sik alle baltan Oye vos vet der nur dem zan Geh sei nicht kein Nacht, in der Hobe nicht keine Zeit, in der Los der Wind nicht und gehen. Wie viele Winden es Welle bringen, wie viele Däure es Welle kommen, dass ich alle Wette ewig stehen. Wie viele Winden so werden bremen, wie viele Däure so werden kommen, dass ich alle Wette ewig stehen. Y está la idea central, dice que Beteibigstein. ¿Qué les pareció la versión? Ya la conocía y es absolutamente deliciosa. Sí, es hermosamente deliciosa. Mit Herz, mit Neshome, mit Gefil, mit Ale, con todas las palabras. No, sí, con su dialecto impecable, además, nada de Yiddish estandarizado, Derech. Así es, así es. Sí, Itzi. ¿Usted qué de esto sabe? ¿De dónde viene que sí que es Darmenes en Kreplag? En realidad hay tres yomtoidim que hay que comer Kreplag. Aparte te dice Kreplag, es como si fuera así algo. Así es, cuando la madre le dice a un chico Kreplag, es le está diciendo, Heldir Shlom, te voy a matar, te voy a pegar. ¿Por qué? Porque Kreplag es la costumbre de comer en tres festividades. Primero, porque es rico. Segundo, porque era caro. Era Yontefik y era un mine. Y se come Purim, Ven Menshlok Tomenen. Festejan. No, cuando se nombra Homen, claro. Se hace ruido, me schlopp tomen en mit grager, con la matraca.
Sí, sí. Flognomen en Purim. Men farfas farien kiper vail men schlokse halchet. Otro vez el criterio de Shlom. Shlom. Y sukes oshanerabe shloktmen midirritelech fenderverbe men shloktoshanes. Las osanas. Por eso, Shlom está relacionado con estos tres Yom Tovim. Y primero vino el Mine y después dijo la sabiduría popular, ninguna madre judía va a decir te voy a matar, pero sí puede decir en forma agradable te voy a reventar, te voy a pegar. Pero por las dudas dice kreplech zolzeh. Una forma agradable de decir Firzehoizbut. Se entiende que cuando es Shlom Kapores, no se come. Claro, Shlom Kapores. También, der Zeiger Schlockt, und der Doifek Schlockt, el pulso Schlockt. Ja. Mein Herz Schlockt. Schlockt zu Marz, te da náusea. Así que Shlom no solo es pegar. Vos sabés que a propósito verdad, de Shlom Kapores, sí. Hay un chiste dando vuelta que hay dos gallinas y dice, pasa un tipo corriendo y dice, ellos se portan mal todo el año y a nosotros mi tin Shlom Kapores. ¿Eh? Sí, sí, claro que sí. Vos reinen mir schuldig. Claro. Bueno, y vamos a desear a todos nuestros oyentes con el próximo tema musical a Gesund Yor, a Bigesund, Lo Mirern, a Bigesund, esa canción magnífica que cantaba Molly Pico. Lo Mirern, Lucas, Gesund Darzai. A bissl Sinn, a bissl Regen, a ruhig Ort dem Kopf zu legen, a big gesinnt, a ken men glücklich sein. Und a schicha Sock, a Kleid und Lattes und in Keschene, und drei, vier Slottes, a big gesinnt, ken men glücklich sein. Die Luft ist frei, von jedem gleich, die sind sie schein für jeden einen, Urem oder Rhein. A bissl lachen und am Mund mit Freund euer Schnäpsen machen, a bige sind, kann mein glücklich sein. Hoi, nehmen sich das Schirre, sehen sich Gewirre, seinem in die ganze Welt. Hoi, einer meint, das ganze Glück hängt nur ab dem Geld. Sollen alle sichern, sollen alle kriechen, nur ich tracht bei mir. Ich darf das auf Kapures, weil das Glück steht bei mein Ziel. Wenn ein bisschen Sinn, ein bisschen Regen, ein ruhiger, den Kopf zu legen, ein bisschen Sinn, kann man glücklich sein. Ok, Hebre, lo mirovna, Dios. Y vamos a develar el misterio. ¿Quién cantaba el colnidre? Era, y muchos oyentes acertaron, un italiano, el primer italiano de una familia de 10 hijos, nacido en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Así está bien, Lucas? Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica. Porque bien. México también es Estados Unidos y Brasil es, y es Perry Como, que murió exactamente hace 20 años.
Creo que pisarle en el en Facebook a Gabriel Pecker, que dice que acertó el año pasado y no pasó a buscar el premio, que su ley que está desde el año pasado esperando que lo pase a buscar cuando ganó. Está en el freezer, no sé si está bueno. Señores, nos vamos a Die ganze irdische Show, que ya tenemos un invitado especial. Adelante, Die ganze irdische Show, Mireille Nonningans, Mafirisch. Jiddisch lebt hier, every grin, Jiddisch lebt hier, way to sing, Jiddisch lebt, mami, hat es leid. Mir heimon die ganze jiddische Show, a Programm von Argentiner i wo, far alle Liebhobers von Jiddisch. Jiddisch lebt hier, was a written pain, Mireim on mitunzergas a gehoibenergas a tayerer freind a jiddischer schreiber und farunzi zakovet oifzunehmen dem tayern Boris Sandler vos wird bald onstellen dem Mikrofon und mir wollen ehren a jiddisch Wort. Borech habo sholem aleichem Boris vos herzig bei dir in New York. Dank in koidem kol velach begriesnen wünschen allemen a git gesind jur. En mir zon sich treffen efscher mehr punem el punem wie durchen Zoom, weil anders wären mir Zoombisten. En, mir wären ois gezoomt. Ois gezoomt. Darüber ist besser sich treffen punem el punem en ziehen sich zum Utem von jedem von uns, als wir leben noch in Donkengott. Oh, mein. Ja. Oh, mein. In New York ist ein schöner Tag, heute ist es gewesen, etliche Tage sehr heiß, in einer typischen New Yorker Ritz mit Feuchtigkeit und so weiter, aber Donkengott, wir haben es durchgemacht und die Kippur ist er durchbeschulen. Ist Boris, Lomiron eben. Mir kennen Abarint Lidl, mein Städtele Belz. Was für ein Scheiche sollst du mit mein Städtele Belz? Koidem kommen bin ich dort geboren geworden. Und zweitens weiß ich, als sie kommt vor schon eine lange Jahre, hier öfter zähnliche Jahre, als sich sagt, das ist unser Besseraber Belz, das ist der Galizianer Belz. In den meiner Mann mit Wovnik ist von Mann Sekur und Schrabach, es ist bei uns ist Belz mit der Zadig, nicht mit der Sein. Verwus er so, weil die berühmte Operette, umgeschrieben von Elschanetsky und Jacob Jacobs, ist gewidmet Isaac Kremer. Unser Isaac Kremer. Aber geboren ist in Belz. Ja. In mein Belz, ja. In dein Belz. Ja. Also, als der Scheich ist ein Glacher, ein Direktor. Und ich bin schon aufgewachsen, versteht sich, in der nochmal humedigen Belz, wo hat Gott schon gut aneinander punen. Aber von deswegen, ab der Gas, wo ich bin gewachsen, ist, ob man sagt, Kinder sich gespielt noch in den 50er Jahren auf Jiddisch. Und damit hat mir sehr aufgeliebt, als ich gehe zu dem Dorf, wenn die Kinder vielleicht noch spielen sich auf Jiddisch. Und erzähl uns, Boris, wie bist du geworden ein jiddischer Schreiber? Alle Regel aches, das ist eine sehr komplizierte Frage, weil ich bin schon in der jiddischen Literatur hat ein Jahr ist geworden, mir schon 40 Jahre. Ja? Meine ersten Erzählungen sind gedruckt 1981 in einem Journal Sowjetisch Heimland, der einzige Journal auf Jiddisch, was vielleicht herausgehen in Moskau. Ja? Agef in Moskau, in dank dem Journal, ob er sich bekannt hat mit einigen Argentiner-Tier, was
wir haben sich beteiligt zusammen in der Konferenz von Weltrat Faridus. No, der Monse. Korn, Gewinnbach, Korn, ja? Horn. Horn. Er ist gewesen der Führer von der jüdischen Kulturgesellschaft in Argentinien. Er ist gewesen der Vorsitzende von der Organisation gewidmet dem Jüdischretter von Schweden, so ist Wallenberg. Wallenberg. Dachte ich, Korn ist von deswegen Familie gewesen. Nun ist wichtig, noch etliche, das ist eine Zeit von zähnlichen Jahren, wir werden älter und eine Sache nehmen, fliehen aus dem Kopf. Aber du darfst dann schreiben, deine Überlebungen in sowjetischem Heimland. Was gedenkst du von der Zeit? Aus Pink getroffen ist in Pintale, weil Davke Dossier, aber verändert mein neuen Roman, wo sie ist mit der Schliches in Moskau, wo sie ist der zweite Teil von der Dialogie Lamedwobnikis von Manzikuren, wo es in dem ersten Band Baschrabach durchkommen von dem Held in New York und redagierende Zeitung Farois, das meint Forwards. Und du, in dem Roman Baschrabach, wie der selber Held, eben tun, seine schreiberische Karriere und das ist ein Entfer, wo ich auf die Frage, wie so ist es alles geschehen. Und das ist der Roman mit der Schliches in Moskau, wo er beschreibt, sowjetisch Heimland, die Menschen, die Schreiber, wie auch die ersten Literaturkursen, auf welche ich habe sich gelernt. Und mein Held, wo sie ist, Dovberg Krupnik, in andere verschiedene Sachen verbinden mit jener Zeit und eben 90er Jahren, von vorigen Jahren. Wenn wir sind schon alt, ja? Von ja, vorigen du Jahren. Bist alt, ich werke sei der Jünger. Ja, no, du bist der Jünger mit der Burt, neben der alten Unaburt. Das ist eine Corona-Burt. Ja. Ich sage, Leute, der Fach bin ich ein Musiker. In jenem Leben gewesen, verendigt der Konservatorie, gearbeitet im Symphonischen Orchester wie ein Fiedler. In von deswegen das Ziehen zum Schreiben, in Nevada Bochungo eben Schreiben auf Russisch, wo es gewesen die allgemeine Sprache, wo es verendigt die Schule und so weiter, aber ich habe verstanden, als das die Sprache von meinen Helden, von meinen Personagen ist von deswegen jiddisch, weil sie haben mich herumgeringelt, von kleineren Tun, von meinen Eltern, von meinem Bobo Seide. Also nicht kennen die Bichlalk in jiddisch Noss, das heißt unschreiben und überlehnen. Aber sie haben zu lernen von den Limuden gedreht in sowjetisch Heimland, aber ich sage, lernen die Sprache Beksav. Ja. Und ich habe sich lernen, lehnen, schreiben und schreiben Literatur in der Zeit. Also jetzt überkommen. Und ob du was bedarfst, der Monen, an Nomen von einem Personage, der so dir angestoßen zu schreiben, ja. Jiddisch, wem wolltest du der Mann? Nun, das habe ich gewollt sagen, dass mir hat euch ein Tub geglückt, wo ich gewohnt in einem Stutt, das ist schon gewesen Kaschenach, wie ich es gelernt und geblieben arbeiten. Und das ist gewesen Hilf Schreibmann. Er ist ein bekannter jüdischer Schreiber. Und mit ihm, er ist gewesen mein erster Melamed, literarischer Melamed. Und mit ihm habe ich verbracht lange schon, kiemat jeden Tag, wenn wir sich treffen, weil für mich das gewinnt nicht nur als Sprache, eine neue, wo scheich Literatur, bichlau, wo scheich Kultur, weil, wie du verstehst, in sowjetischen Schulen hat man keine jüdische Schreiber nicht gelernt. In noch 1942, wo es nicht lang zurück ob mir die Daten aufgemerkt, wenn die ganze jüdische Literatur
ist faktisch umgebracht geworden im Sowjetverband. Ist kein Schulen nicht gewesen. Der letzte Tag auf jüdische Schule ist gewesen geschlossen nach Vardermalkuma in 1940. Aber es hat existiert, ein jüdisches Leben geschippt. In sowjetisch Himmel hat gehabt etliche zähnliche tausend Lehner. Das ist gewesen eine große Lehnerschaft. Es hat sich sehr gich aufgesät. Ziemlich verschiedene Sibes. Amor vel mirov gedna a program sovjetisch Heimland und du wirst wieder sein unser Gast, weil du bist ein lebendiger Eides in jener Zeit. Und sag mir, in Israel, wenn du bist Eule gewesen, hast du euch ein Besuch getan mit Filmieren und Rekordieren jüdische Schreibers. Was das ist ein wichtiger Beitrag für der jüdischer Literatur, wie ein Dokument für Lernen und Studieren die jüdische Literatur. In Israel bin ich umgekommen mit meinem Spruch in 1992, auf dem Spitz von der geriefenen sowjetischen Allee von der Uni Bnanziker. Es hat mir aufgeklickt und ich habe sich auch bekannt und befreundet noch früher in das Gewinnämtschach mit einer Benir, mit Avrum Novelstern von der Hebräischen Universität, wo es hat ungefähr dämmelt mit einem Teil von Jiddisch. In er hat umgegeben an einem Projekt, wo es ist umgegangen und ich dachte, es geht noch hin, wegen katalogierender jiddischer Presse zwischen beiden Weltmalchumas auf einer Schütte, auch wegen dem Beschreibe ich euch in meinem Roman, auf einer Schütte, eine digitalische Schütte, das heißt, heranbringen den ganzen Katalog in einen Computer, was ist bechlau gewesen, eine neue Sache. Aber ich meine, als jeder auch auf Ungeheben filmieren, ist geschehen noch sehr wichtige Sag sei, koidem kol für mir und sei für Israel. Das ist gewesen, einführen und schaffen ein jüdisches Journal für Kinder. Das hat geheißen Kind und Kate. Ich habe sich zum Bedürfnis nicht zugegriffen, weil ich habe du was nach. Bescommen ein zweites Mal. Ja, ja. Bescommen ein zweites Mal. Ja. Weißt du, mach ich nicht, nicht bei Masken. No, ich bin ein Neusnitzer. Was ist das? Ich habe starke Liebe, wenn ich mit einem anderen Scharbe. Du bist nicht der Einzige. Du bist mein einziger Parnus, ist der Tafesse, was mir nicht mehr heißt. Ist Otto Becharois gelassen in dem Journal, Kind und Kate, was ist Bichlal gewesen, eine neue Sache in Medina Sisrull. Bis er es nicht gewöhnt, Bichlal auf Jiddisch keine Kinder ausgabe. Das ist gewöhnt der erste moderne Journal auf Jiddisch, ohne Subsidien, ohne Budget und gar nicht. In sehr schöner Farbe hier. Wie soll sich herausgewiesen, ist gewöhnt sehr wichtig, weil in Israel von deswegen sind gewöhnt 40 Schulen, wo die Kinder nicht nur religiöse, das heißt, Miblachti Dati, weißt du, da steht von meluchische religiöse Schule, wo die Kinder haben gelernt, fakultativ gelernt, Jiddisch. Ich habe viele gearbeitet in zwei solchen Schulen, in ungefähr dort mit sei Mordche. Mordche Juschkowski. Nein, nein, nein. Vor ihm hat gegründet, in ungefähr das Dunitz. Ach, Donitz ist, ja. Nur dem Schön hat es übergenommen Juschkowski, ja. Von Insel. Du weißt was, Boris, lass mir abreden, als noch Jontef, weil mir dich verbeten, zu schmuessen, wegen deine Auftun in, er sich zu, und greift sich zu, Televisie, Kinderjournal und Literatur. Nun wird. Frage, Boris. Ja.
wenn ist das gewesen? Wenn bist du, wenn hast du heute gewesen? Wenn hat dir heute gewesen? Und wenn hat dir rausgegeben die, also die, die Journalen, weil das. Ich hab eine Sekunde. Ja. Und es ist nicht wahrzugehen. Ich hab gesucht, also bin gekommen mit der Sprache 1992. In 1996 ist er aus der erste Nimmer Kind und Kei. Das ist sehr, sehr schön, farbiger, verschiedenartiger, mit Spielereien, mit Liedern. Originelle Lieder in dieses Gewinn. Du siehst, jeder Nimmer ist gewinn voneinander. Fahrt. Es ist gewinn sehr, sehr, sehr professioneller, kann man sagen. Journal für Kinder. In speziell die Schreiber, jüdische Schreiber, die haben bisher nicht geschrieben für Kinder, gar nicht. Ob Mungo im Schreiben. Und das ist gewinn sehr wichtig. Weil ich habe, wie man so, genommen sie für den Gorgel und gefordert, sie sollen etwas heranschicken für Kinder. Und als sie haben gesehen im Journal, sind sie ja weiter begeistert geworden. Und du darfst dich so, das ist prächtig, Ja. Du darfst dich zugreifen auf der Kommendiker Treffung Berech in Achoide Scharum. Wir werden reden wegen deinem amoligen Televisieprogramm. Wir werden reden von deinen Journalen und Büchern, von deinem Kufe im Vorwärts. Und öfter wird man ein Fiedelkonzert, weil ich hab dir keinmal nicht gehört, spielen kein Fiedel. Du weißt, ich habe schon allein vergessen, wie ich hab gespielt Fiedel. ich kann dir vorlegen, die etliche Kompaktdisken, wo sie geschaffen geworden auf meine Lieder. Du sagst auf meinen Text. Ja, das wird man sehen. Aber du weißt, mit was will wir einschließen unser Programm. Wir bedarf euch haben ein Bericht von Israel in Scheiches mit Zuckes, wird man es überlassen auf der kommenden Woche, Itzik. Ja, aber ich will bloß eine Sache, Abraham, zwei Fragen. Eine Sache will ich erzählen, Boris. Mein Tate, Josef Horn, ist gewesen ein Journalist, ein Schreiber, du hast ihn gekriegt. Ja. Ich gedenke, wenn in mein Stub ist angekommen, die sowjetische Land. Ist der Tate gesessen und ich habe gelernt mit ihm. Nachdem hat er mir gegeben zu verstehen, als man darf es lernen zweimal, weil man darf kennen, sehen, was man nicht geschrieben und was hat man gekannt von dem Verstehen, was die Titzach in Sowjetischen. Ja. Das ist gewesen ein spezieller Termin, wo es geschaffen geworden, in geboren geworden im Sowjetverband. Lehnen zwischen den Schures. Das ist gewesen nicht nur in Niedisch, wenn auf Russisch, auf alle Sprachen. Weil das, was man gesehen mit den Augen, hat noch nicht gegessen, als es du in der Emerson. Also, wusste die zweite Frage? Der Journal. Einmal in heute, wenn ist der erschienen? Sowjetisch Game und Pflege. Nein, no, nicht sowjetisch Emblem, der Kinder, der Journal für die Kinder. Er ist Cesarois vier Nehmer, ein Jahr. Es ist gewesen ein größeres Abonnement, ich nehme es gewesen, ich hätte den Pflege bekommen in Australien über der Welt. Ja, in Argentinien vielleicht euch hätte ich gekommen. Ja. Versteht sich. Aber wenn ich bin, du sagst, wenn man mich verbeten kann, kann vorwärts in New York, ist, ob ich zum Bedürfnis nicht gehört, umgestellt. Und ich wollte sehr gewollt, und das ist mein Hulem. Und zu der Reus gab es, wo sich Loser Reus, wo sich schon keine Nore Reus 48 nimmern. Ich meine, Jiddisch-Branche. Wir haben ein Plakat, unsere Zuhörer sollen verschreiben dem Adress
un on un kennen rein durch internet überleihenen jiddisch branche. Ja, das ist a guck auf dem Ekran otir unsere Reklame ihr wird dorten gefinnen was Boris. Dorten kämen gefinnen nach uns der Artikeln. Kämen gefinnen die alle 10 Filmen, was ich habe gemacht, Videofilme, wegen der jüdischen Schreibers. Jeder Film kämen sehen, was sind da. Es geht auf Jiddisch in Neuchat mit englischen Interkettler. Dorten kämen sehen jeden heute die Rubrik Autograph, wo jüdische Schreiber, Tier, der zählen Menschen von 15 Minuten wegen der Erschaffung, lehnen etwas und so weiter. Das ist so eine Videosache. Wir kennen jeden heute, er geht immer aus einmal heute, die erste Date von heute zu schicken mir in der Zischikblättel, Informatiebulletin, zu jedem Lehner. Also ihr könnt sich verschreiben, gleich dort in Saison gewesen, wo, oder reinschreiben zu mir, und ich will auch reinstellen in die Regime. Ihr sollt automatisch bekommen, dass du zu schick den Bulletin. In dort gehen sie rakwetscht und auf jeden Mechaber, und ihr wollt bald bekommen, dem neuen Artikel sagen. Dort wären die wichtigste Motivierung, dich zu verbessern. Unsere Zuhörer müssen sich der wissen, was geschieht auf der jüdischen Welt und jüdische Branche ist ein wichtiger Faktor. Wir müssen das verspreiten und wir wollen es tun, Boris. Ja, danke, größtens, sehr wichtig. Wir haben schon an Erich 1000 Abonnenten. Das ist nicht wenig für unsere sozusagen Gessel. Ja? Kein Irbu. Ja. Aber du dort noch, ich will noch zugeben, sehr wichtige Sache, was es energisch ist, dass du Audiomaterial, was lehnt einer von den größten unserer Rezitators, Michael Ben Avram, Oliver Schulen, von der jüdischen Prose, von der jüdischen, von den besten jüdischen Sachen dort. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, in ein Archiv zehren oder in dem Nimmer, wo es geht, ist der Terrorist. Das ist eine sehr breite Panorama von Materialien. Und noch eine wichtige Sache, als Bederach Klau, Zerof und die Mechabrim, sind jüngere Menschen. Und ich verbete jeden einen, wer so ein Gefühl von halten Pennen daran reinschicken. Und so haben wir entdeckt, schon etliche Mechabrim nahe, wo sind geworden. Sehr wichtige. Und einem haben wir schon verbeten, ich stehe mit ihm in Kontakt, mit seinen gewohnten Haverim, das ist seine Surprise. Punkt, wie es wird seine Surprise, als wie nur wir wollen gesegnen Borisen, weil wir verbeten dich zu lang lebe die Kion, unser Chiffre Lehrer, ja. Was wird überlegen in deine Erschaffung, die Bobele. Ja. Wir haben gemacht ein Kompaktdisk. Ein Kompakt. Nina Bern und David Rogoff. Aber wir haben eins verbeten Chiffre Lehrer und sie wird für uns vorlehnen dein Bobe Ele. Das ist bemerkt eine schöne Surprise von der Sache. Ja. Boris, ich nehme dich herzlich herum. A Dank für den Kommen. Wir wollen stehen in Kontakt. Abi gesinnt. A schönen Dank. Wir gesegnen sich, Haverim, und wir losen euch lieber mit Boris Sandlers Bobe Ele. Lukas Lomirern, Schifren. Mein Bobe Ele. Ihr sitzt beim Tisch und lube mit dem Guppel ein Stückchen Fleisch. Ai, bist du bei mir an Essen?
Bezos sich auf mir der Bobbe und setzt sich schon weg neben mir. Meine Sonnen sollen schon so essen. Da er dronjig. Sie nimmt bei mir zu dem Guppel und nimmt mich und zu Hodewen. Bobbe, stieb ich kaum ein Wort von dem ungestoppten Mäul. Da zählt mir etwas am Meißerle. Wird mir sein Gringer zu keien. Wegen Wusche soll ich dir das erzählen? Wegen jenem Bär, mit den feinen Fies. Nun geht, herrsche Häus. Es ist gewesen einmal in der Wald ein größer Bär. Und auch der Bär hat gehabt feine Fies. Mein Seid hat lieb über zu chasern, als die ganze Stiepinsere hält sich auf mein Bobbes Hand. Fein in der Frühjahr ist der Bobbe schon auf die Fies. Auch stellt sie sie ein Essigfläschel, auch läuft sie in Marke rein, und auch steht sie bei der Schüssel und schwenkt etwas über. Von wann es nehmen sich sie so viel Keuches, weiß der Seide nicht. Jeden Freitag backt die Bobbe Brot. Der Steak aber verknäht sie Donnerstag. Die Bobbe steht bei Eils in der Milter. Das weiße Tuch läuft im Kopf, zieht glatt auf ihre Haar und es verbinden auf den Hals und Nacken. Die Arbe von dem Chalatl sind in ihr verkatschet Echer die Ellenbeugens, und die unterdicke Händtiere arbeiten flink und sicher. Mit den kleinen Kulikes, wie mit zwei Klepperlach, beugt der Bobben dem Teig, pinkt wie ein Peug. Ihr dreht sich herum der Bobben und erlangt ihr, wenn sie darf, ein Quertel Wasser, die Pischke Salz, das Bäckerle Heben. Als der Steak ist noch leislich, geht er fragt bei mir der Bobbe. Wo darf man hin? Nicht alle, wenn kein bisschen Mehl, schieße ich aus. Und wenn du Steak es sie gedicht, gieß im Wasser, wie viel wird da rein? In Heben. Du hast nicht vergessen, Bobbe heranzulegen, ein Stückchen Heben? Die Bobbe zerlacht sich. Ihr seht, als die kennst schon allein verkneten Teig. Und mir dachte sich, als es Tag ja so. Und mir, weil der Bobbe euch mit dem Backen bräut. Kaum auf Pesach. Der Steak ist schon verknoten und die Bobbe deckt es ein mit ihr wollener Schal und von oben noch mit dem seidensfitternden Pelz. Gleich ist wohl gelegen in Milter ein klein Kind. Ein Röschchen ist wie ein Kimpeturm. Man darf sich unnehmen mit Geduld und warten auf ihr Schuh. Dem anderen Tag von ganz kein Jorun bohrt sich schon die Bobbe beim Eufen. Der Räuben von Reuter Ziegel, ein Breiter und ein Heucher, hat erstellt mit sich die ganze Kirche. Und noch über dem Dossig Neuven hat sich in der Tug zerflackert zwischen der Boben und dem Taten eine ganze Milchume. Was ist das für eine Kirche? Hat geteinet der Tate. Hast du es auf vielen Stufen in sich erkehrt tun? Und was ist das für eine Kirche? Hat geantwortet der Bobbe. Wieso nicht du kein Neuven? Der Tate ist gestanden auf seins. Und die Bobbe, euphirs. Jeder von sie hat gehalten, als nur er ist gerecht. Und keiner hat nicht gewollt auftreten. Sof kol sof hat die Bobbe gesucht. Wirst du spoilen bei mir noch mein Teut? Und zum Ampernisch hat genommen als sof. Also er ihm ist der Möwen beschert gewesen verbleiben stehen. Und jeden Freitag backten ihm die Bobbe geschmackig alles in Bilkes mit der Begele von ihm. Dem Eufens größte öffnete Piskotschein dacht sich, eingeschlingen a Welt mit trickene Scheitler Holz. In der Rieber ist ihm geworden so heiß und schwer zu utemen. Die Bobbe nimmt derweil a Ruf in der Milter dem Seidenspelz und ihr wollene Schall. Ah, mein geruttene Röschene, sucht die Bobbe. Maseltoff, Maseltoff. Beschaß der Bobbe bohrt sich mit dem Teig, singt sie sich sie ein freilich Liederle. Nein, nein, Kosmande lebst, soll sein gelebt, weil Leben klebt doch keiner nicht. Ei, was darf sich sorgen, was wird sein morgen, Kosmande lebst, soll sein gelebt. Und ich bin kein in der Zeit im Flederwisch, in der Gluss mit der zerkeleuchtet Gehlechel, in Baschmi jede Halle und jede Bilke. Und not, frisch schon der Räuf mit größer Appetit, das reue Bräut, was die Bobbe trug dem Winter auf ein langer, hilzerner Loppete. In der Milter ist schon nicht geblieben kein Stückel Teig. Danke Gott.
waren ganzen in der Früh, wird sich der Bobitz können ein bisschen zusetzen. Über der Stieb trug sich ein Geschmacker Bräutreier. Die Bobbe sitzt, die Hände sind aufgelegt auf dem Bauch, der Kopf geneigt ein bisschen auf der Seite. Sie hat sich vertracht. Ich kann aber nicht wissen, wie so mein Bobo ausgesehen in ihre jungen Jahren. Aber eine Frau, die hat so schwer ausgehoben vier Kinder, kommen auf der Eltern mit der ganzen Recht und riefen, die schönste und die beste. Wie soll die Bitterkeit, wenn die ausgelebte Jungen so nicht verfehlen mit sich, die Knetschen auf der Bobbe spunen? Wie soll sie so nicht überfarben mit einer Grufkeit ihre Hure auf dem Kopf? Ist sie, die Bitterkeit, nicht bekäuert zu verlöschen, die tut mit lebendigen, warmen Strahlen in mein Bobbes Augen. Die Bobbe hat sich auf. Weißt du, wo Singale? Ot will mir mit dir und backen auf vielen Sack Bräut und du, sich losen im Weg. Wir bin jungen mit seinem Chavasender. Ich geh um die Bobbe und kann auch derweil gar nicht verstehen. Weh, ein Stieb, die sich ein Eberkernisch. Nicht du die Bobbe mit dem Einigl, wie ein Wasser rein. Und wir sind schon in der Zeit, weit, weit, Asch in Machatschkala. Was gör in Machatschkala? Stell er sie up. Nicht Machatschkala, no Machatschkala. Es ist du als ein Stutt in Dagestan. Dort sind wir gewesen in der Evakuatie. In no die Stutt ist weit von uns. Jo, Ingele, sehr weit. Die Melchum hat zerworfen Menschen wie Steine. Im Blitzem geht sich der Bobby auch ab. Oi, oi, hab sich also verrecht mit dir, als hab ihn ganz vergessen in dem Bräut. Die Bobby öffnet auf den Stier auf den Mäuven und mit der Lopete hebt sie um von dort ein Räuschen an Bräut noch ein Bräut. Ei, 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 gibt noch ein Kick, quält die Bobby. Keine Haare, ein ganzes Äußeres. Bei all unsere Liebe soll sein, als er mein Bräut. Ich halte sich nicht ein, und reiß von der Bilke um das Begele, noch welcher schleppt sich noch a heiße Paare. Und in jene wüste Juren pflegen Menschen ausgehen noch ein Stückel Bräut. Wie Geschmack kommt schon dem Mäuel das gesalzene Begele? Dachte ich, es ist Geschmack für Leker. Mit Liebschaft in den Augen glätte Bobbe jede Halle und jede Bilke, wie sie wohl geglätt mich über den Kopf. Aber la Buste una Neuven ist dasselbe wie ein Teppel und ein Pockrischke. Die Wörter, versteht sich, sind schon auf mein Tatensadress. Es kommt Erev Schabbes. Ein Stieb ist zichtig und heimlich. Die Bobbe in der Seite auf der Schäle auf dem Kopf steht beim Tisch und schäpscht etwas über zwei ungezündene Licht. Wo soll es sein? Wenn die Bobbe verendigt und dreht sich zu mir aus mit dem Punem, gib ich bei ihr eine Frage. Wo sollst du jetzt getan, Bobbe? Gebencht Licht? Zu was gebencht? Ah, so hat mir gelernt, meine Mama Ule Haschulen. Wer weiß? Häfscher wird es euch bringen Glück? In die, Bobbe, bist gewöhn glücklich? Wieder einmal vertracht sich der Bobbe. Wo soll er dir auf dem Entfern? Sucht sie eine Weile ihm. Ich bin gewöhn, sei glücklich, sei ihm glücklich. Also ich führe sich in der Welt. Das Meißerle wegen dem Bär mit den fünf Fies verändert sich in einen mit meinem Mittag. Na, danke Gott. Bin hingerig, satt, sagt der Babbe zu aufnehmen dich von Tisch das Gefäß. Ist, wo darf ich jetzt frieren? Schon beim Arrösgen von der Stieb, der Erich,
der Bobes beliebt Liederle. Gott, man gelebt, er soll sein gelebt, weil Leben klebt doch keiner nicht. Ei, nein, 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 ei, nein, 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 Gott, man gelebt, soll sein gelebt. Así finalizan Dinaye y Dije Yo y Diganse y Dije Yo. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Dinaye y Dije Yo, un Diganse y Dije Yo, un Mirvartnoifaeg Dikumendikevoch.